Shalom Aleichem. Heint will mir der Monen vier wichtige nehmen von der Woche, was oben übergelost a tiefen Spur in der jüdischer Kultur. Lamet Shapiro, Prosaiker, Aleksei Granovsky, Regisseur, Yekhiel Shraybman, Prose-writer, und der amerikaner Prosaiker und Dramaturg Leon Kobrin. In dem Tag, dem 10. März, in dem ukrainischen Städtel Rzeszów, ist geboren geworden der jüdische amerikanische Schreiber Lamet Shapiro. Hat bekommen eine traditionelle jüdische Erziehung, ein Stück Zeit gewohnt in Warsche, wo hat sich bekannt mit Jud Lamet Peretz, welcher hat sich sehr warm aufgerufen auf seine erste literarische Proben. Seine erste Erzählung Ezekiel Mamzer hat Shapiro aufgedruckt in 1903 in einem Sikkes-Blatt. Zulieb die Pogromen von dem 5. Jahr hat emigriert in Amerika, wo hat geschrieben von Forverts und der Zukunft. Sein Leben in Amerika hat sich gedreht um zwei große Städte, New York und Los Angeles. Sof Kalsof sind 1939 hat Shapiro sich endgültig besetzt in Los Angeles, wo ist gestorben in 1948. In Buchform sind er aus Der Kisch, Auf dem Jam, Die jüdische Meluche und andere Sachen. Dem 11. März 1937 ist in Paris ein Weg vom Leben der bekannte Regisseur Aleksei Granovsky von Dreim Avrum Azarch. Mit seinem Namen ist verbunden das Gründen von dem jüdischen meluchischen Theater Gosset und das Aufbringen auf der Bühne zwei große jüdische Akteuren, Schleume Michaels und Benjamin Suskin. Geboren geworden ist Granovsky in Moskau im Jahr 1890. Seine professionelle Bildung hat bekommen bei zwei ungesehenen Theatertieren, Alexander Sanin und Max Reinhardt, wo es auf ihm eine große Spur hat. Sein theatraler Debüt ist vorgekommen in 1914 in Riga, aber bekannt ist geworden, Davke auf der jüdischen Bühne, wenn hat in 1919 gegründet die Theaterstudie in Petersburg, wo sie später in 1921 sich geöffnet schon in Moskau mit der Vorstellung Shalom Aleichem Uvent. Mit Granovsky, wie ein Moller, hat mitgearbeitet Marc Chagall, sind 1925 oder Theater sich umgeben riefen meluchischer jüdischer Theater. Bis ins Sof 28 ist Aleksei Granovsky gewesen der künstlerische Umführer von dem Theater und hat aufgeführt dort alle seine besten Spektakel. Noch die Gastrollen in Neusland, wo in der Theater ist herausgefahren, Und Granovsky so schön zurück nicht umgekehrt. In dem Tag, dem 12. März
1913, mit 100 Jahren zurück, ist in dem Bessaraber Städtel Vadul Raschkow geboren geworden der Schreiber Yekhiel Shraybman. Sich gelernt in der Cheder, in der rumänischen Volksschule, bei privaten Lehrern und später in Czernowitzer hebräischen Lehrerseminar. In die 30er Jahren gewohnt in Bukarest, gemacht ganze 10 Jahre gewähne Soufflor in jüdische Theaters. Debütiert hat Schreiben wie ein Schreiber in dem New Yorker Journal Signal mit der Erzählung Erste Tritt. Später hat sich gedreht in Bukarester, Warschauer und New Yorker Journal. In 1940, wenn Bessarabe ist geworden ein Teil von Ratenverband, hat Schreibmann sich hingekehrt von Bukarest in Kaschenew, wo es in Gichen ungenommen geworden wie ein Mitglied von dem sowjetischen Schreiberverband. Bis der Zweite Weltmachung hat sich evakuiert in Usbekistan und dort gearbeitet in Kalvirt. In 1946 hat der Moskauer Verlag der MS herausgegeben sein Bichel Prose Drei Sommers. Sich hingekehrt in Kaschenew hat der Schreiber Mamschach gewähnt seine intensive schafferische Tätigkeit. Ein dramatischer Überreis in seiner Schaffung ist vorgekommen in den Jahren 1948 bis 1960, wenn die ganze jüdische Kultur in Ratenverband hat gelitten von den stalinischen Rediffes. Wie nur so Toberungäuben zu erscheinen in Moskau der Journal Sowjetisch Heimland, ist in dem ersten Nimmer veröffentlicht geworden Schreibmanns Zickel Prose-Miniaturen. Ein anerkannter Meister von der kurzen Novelle und literarischer Miniatur, wie euch im Gebiet von größeren Erzählungen und Romanen, teilt Schreibmann sich heus mit seinen eigenartigen Bessaraberloschen, mit Lakonischkeit, künstlerischer Bilderischkeit von der Sprache. Ist einer von den besten Stilisten in der sowjetischen jüdischen Literatur von der zweiten Hälfte 20. Jahrhunderts. Gestorben ist Yekhiel Shraybman in Kaschenew in 2005. Leon Kobrin, Dramaturg und Novellist, ist geboren geworden am 15. März 1872 in Witebsk, Weißrussland. Jung gerät ungeheben lehnen die russische Literatur, bei seinen 20 Jahren emigriert in Amerika. Noch ein Aufdrücken etlicher Erzählungen ist geworden als ständiger Mitarbeiter von Arbeiterzeitung und Novenblatte. Veröffentlicht literarisch-kritische Artikel, geschrieben Erzählungen, Novellen, Romanen und Dramas wegen dem jüdischen Leben in Europa. Aber es rauf wegen dem Amerikanerleben. Also weit, als hat gekrogen Hashem von den amerikanischsten Schreibers in der jüdischen Literatur. Kobrin ist euch gewesen zwischen die Boyers von der jüdischen Amerikaner Biene, wo es oben auf einer realistischen Neufen geschildert die Wirklichkeit. Kobrin ist gewesen sehr produktiv und ich will du der Monen bloß etliche von seinen wichtigsten Werken: Yankee Boyle, Ghetto-Drame, The East Side Ghetto, Sonim, Immigranten. Gestorben ist Leon Kobrin in 1946 in New York.